Wer würde vor 2000 Jahren an einem einsamen Küstenstreifen Israels eine nagelneue Großstadt mit Tempeln, Palästen, Sportarenen und einem Tiefwasserhafen bauen? Der Historiker des 1. Jahrhunderts Josephus Flavius berichtet, dass König Herodes der Große es tat und ihn wählte, weil es eine schöne Landschaft war, die Respekt verdiente. Nach der römischen Eroberung von Judäa erhielt Herodes die gesamte Region, einschließlich der Mittelmeerküste, von Caesar Augustus als Geschenk. In seiner typischen Art, seine Vorgesetzten zu schmeicheln, nannte Herodes ein kleines existierendes Dorf zu Ehren von Caesar Augustus Caesarea und entwickelt es zu einem prominenten Großstadt mit einem Tiefwasserhafen, Erholungseinrichtungen, Badehäusern, Tempeln und Sportarenen. Über Nacht verwandelte sich das verschlafene Fischerdorf in eine geschäftige Metropole, die von Königen und Kaisern besucht wurde. Hier befand sich das militärische Hauptquartier und internationaler Handel wurde betrieben. Caesarea diente jahrhundertelang als politisches Zentrum der römischen Provinz von Judäa. In Caesarea verkündigte Petrus zum ersten Mal einer nichtjüdischen Zuhörerschaft das Evangelium. Von Caesarea aus segelte der Apostel Paulus auf seiner letzten Missionsreise nach Rom, wo er sein Leben im Dienste Gottes lassen würde. Während der muslimischen Invasion, der Zeit der Kreuzfahrer, der Eroberung durch die Mamluken und des Osmanischen Reiches durchlebte Caesarea Zeiten des Wohlstandes, aber auch der Vernachlässigung. Zur Zeit des britischen Mandats wurde neben dem antiken Caesarea ein jüdischer Kibbutz errichtet und 1952 wurde die israelische Stadt Caesarea Caesarea gegründet. Unerforschte Schätze werfen ein Licht auf vergangene Bevölkerungen und enthüllen die Überreste von Tempeln, Palästen, einem Tiefwasserhafen, einem Amphitheater, ein Stadion, eine Synagoge, Kirchen und einem Hippodrom, einem Obelisken und dem bemerkenswerten Aquädukt, das Wasser aus meilenweit entfernten Bergquellen brachte. Caesarea Maritime, ein archäologisches Wunder an der atemberaubenden Küste Israels, wird von vielen als die schönste Stätte der Welt angesehen. Für Menschen, die Gottes Wort lieben, bleibt Caesarea der Ort, an dem die frohe Botschaft des Evangeliums zuerst Nichtjuden verkündet wurde. Ursprünglich war die christlich-messianische Bewegung eine innerjüdische Angelegenheit mit jüdischen Nachfolgern. Die Botschaft wurde in erster Linie jüdischen Mitbürgern verkündigt. Die Kombination vom Gehorsam des Petrus gegenüber dem himmlischen Vision in Jaffo und der Ehrfurcht des Cornelius gegenüber dem Engel, der ihn in seinem Haus in Caesarea besuchte, löste das Wunder aus. Es führte dazu, dass ein koscherer jüdischer Apostel das Haus eines römischen Karriereoffiziers, eines unreinen Nichtjuden, betrat und damit ein mutiges und öffentliches Zeugnis für Gottes Erlösungsplan durch den Messias ablegte. Die biblische Geschichte nahm vor 2000 Jahren in Caesarea eine dramatische Wende, als die gute Nachricht von Gottes Erlösung die religiösen Schranken durchbrach und die große Ernte der Nationen begann. Heute sind auch Sie Teil des Wunders. Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie die Vollversion dieser Videos sehen möchten, um mehr über die Webseite zu erfahren, klicken Sie hier unten.